Sportdirektor Patrick Völser, es hat sich viel getan in den letzten Stunden im österreichischen Nationalteam. Was ist passiert und was ist der aktuelle Stand? Ja, wir haben jetzt eine Vorbereitungswoche in der Pyramide gehabt in der Südstadt und haben dort zweimal PCR getestet, wo alles in Ordnung war. Haben dann am Montag in der Früh noch einmal den obligatorischen Test gemacht, den wir zur Teilnahme an der WM brauchen. 2G-Regel plus ein Test beim Einstieg. Da sind leider jetzt uns noch nicht erklärlicherweise 3 Tests aufgepoppt. Das ist halt der Trainer, der Erwin Gierlinger und die Kathi Panscher. Wobei unser Trainer dann auch wirklich Symptome gezeigt hat. Natürlich sofort alle isoliert, voneinander getrennt, auch das Training am Abend mal abgesagt. Haben dann nur mal alles nachgetestet und so weiter und sind jetzt mit dem Rest der Mannschaft hier angereist und hoffen natürlich, dass die bei den 3 genannten, dass sich im Laufe des Turniers, dass sich noch die Möglichkeit ergibt, dass eine Freitestung und dass sie wieder dazustoßen können. Wie geht es jetzt aktuell weiter? Wer übernimmt das Training? Wer übernimmt den Trainerposten in Abwesenheit von Herbert Müller und Erwin Gierlinger? Ja, heute ist jetzt die kuriose Situation, dass wir jetzt hier ohne Trainerteam angereist sind und jetzt das erste Training in Absprache mit den Trainern, mit Erwin und Herbert, werde jetzt ich machen. Morgen ist uns jetzt gelungen, dass wir von der offiziellen Liste noch den Heli Müller dazu holen können, von der IAF auch schon genehmigt. Er hat alle Kriterien erfüllt, also er hat den negativen PCR-Test, er ist 3-mal geimpft, also alles in Ordnung. Er wird morgen Vormittag dann zur Mannschaft stoßen, wird dann die Mannschaft, er kennt sie sehr, sehr gut, weil er auch Co-Trainer ist von Herbert Müller beim THC, auch Juniorenteam-Trainer, er kennt sehr viele Spielerinnen auch aus der Zeit und er wird dann das Traineramt mehr oder weniger mal interimistisch übernehmen. Ich werde ihn unterstützen auf der Bank bei den Spielen und wir hoffen natürlich auch, dass, wie gesagt, unsere Trainer bzw. Kathi noch schnellstmöglich dazukommt, aber da spielt die Zeit halt, da müssen wir einfach abwarten, wann ein negativer Test vorliegt, dass sie wieder anreisen können. Wie hat die Mannschaft die Situation aufgefasst und hat sich an den Zielen irgendwas verändert? Na, es war natürlich, wie die Meldung gekommen ist, dass wir da 3 positive Fälle haben, war natürlich ein Riesenschock. Wir haben dann sofort reagiert, haben alle, wie gesagt, einmal separiert und in Einzelzimmern gesteckt. Natürlich auch gleich nochmal so einen Schnelltest gemacht, das einfach um sicher zu gehen. Die Mannschaft hat es dann im ersten Moment, war natürlich ein Schock, auch schade, gerade Herbert Müller, der, wie ihn kennt, natürlich brennt für diese ganze Geschichte. Auch Erwin, der sich natürlich unglaublich gefreut hat. Auch Kathi, also jeder will bei dieser WM dabei sein. Aber es kam natürlich auch sofort die Reaktion, komm, jetzt erst recht. Und für unsere Trainer und auch für die Kathi. Und war dann sofort klar, unsere Ziele verändern sich nicht. Wir werden die Situation annehmen und hauen uns voll rein. Und die Ziele bleiben gleich, wir wollen in die Hauptrunde.